So, Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Penumbra im Halbschatten oder Overture oder was auch immer. Hier in der zweiten Folge, wir erinnern uns zurück, in der letzten Folge habe ich mich ein bisschen doof angestellt. Die habe ich auch eben erst aufgenommen, also müssen wir mal gucken, dass das diese Folge etwas besser läuft. Und wir gehen jetzt hier nach unten, haben das hier ja aufgemacht. Whatever I was descending into, it was 100 feet below ground, protected by two solid metal patches, located in a remote Arctic wilderness, and buried beneath in snow. I didn't know what to expect, but it made me feel something I hadn't felt since I was a child. So. I've jotted down a note, just in case. Okay, da müssten wir zurückkommen können und wir haben leider, soweit ich weiß, immer noch... There could be anything living down here. Heroics are for Hollywood actors and fantasy tales. I'm not taking any chances. If I face off against anything down here, I won't last a second. Caution and steals are my only defenses now. Okay. If anyone or anything hears me, I'd be best off staying low and out of sight until I know whether or not it's truth. Crouching by pressing left control, haben wir schon gemacht, haben wir schon letzte Folge herausgefunden, will giving me a chance to hide in the shadows. In den Schatten verstecken. I know I've got to write because of the blue tied to my vision. Plus, I should be quiet enough that I won't be heard unless something right on the top of me. Better remember, shut off any light sources through. So, das heißt auch, Lichtquellen sollten wir im besten Fall ausmachen. My best bet is shut for a couple of seconds, so I'm perfectly still. That's what I'm made to provide hidden. So, so sind wir jetzt quasi komplett still. A wooden box. Okay. So, hier eine Flasche. Ich glaube, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit so stehen bleiben, sind wir jetzt komplett still, weil wir jetzt ja auch so Blaues um uns herum haben. Ich stehe hier mal kurz auf. Explosive. Northern Area. Office, Exit. Exit, das heißt, wir sind gerade hier. Die Frage ist natürlich, was suchen wir hier unten? Und hier unten ist irgendein komisches Wesen, Alter. Das ist... Workshop, Office. Na, da bin ich mal gespannt. Hinter sowas können wir uns natürlich auch am besten verstecken. Okay. Ist das dunkel hier. Storage Room. Oh Gott, Leute, das kann echt nicht gut ausgehen. Das ist ja hier riesig. Und wenn die irgendwo ein Vieh ist... Ich hasse es, wenn irgendwo ein Horrorspiel irgendwelche Viecher einfach so rumlaufen. Ach Gott, nein. Ist ja schrecklich. Wir werden definitiv sterben. Ich weiß es jetzt schon. Ich sehe ja kaum was. Später beim Rendern kann ich es ja ein bisschen heller machen. Storage Room Workshop. Ich sollte am besten auch nicht zu laut sein. Also halte ich mich jetzt erstmal... Ich habe schon gedacht, ich habe irgendein Vieh gehört. Gesehen. Okay. Office Exit. Explosives. Wir sind gerade hier. Da kommen wir zurück zu den Explosives. Your location. Ja, okay, gut. Da ist irgendwas. I've jotted down a note, just in case. It's locked. Oh. Moment. N. Notes. Okay. To-do-list. I found a locked door in the middle of the mine. The entrance to this cave has caved in. There must be another way out. Okay, also, ich habe eine geschlossene Tür gefunden und da bewegt sich doch irgendwas. Da drin habe ich... Da sehe ich irgendwas. Scheiße, ey. Okay.
Wenn wir da erstmal nicht weiterkommen und einen Schlüssel brauchen, sehen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Ach ja, ich habe mich auch letzte Folge sofort verabschiedet. Werde ich auch diese Folge machen. Ich nehme das jetzt, die ersten beiden Folgen nehme ich jetzt erstmal so gecuttet auf. Weil ich jetzt gerade nicht so viel Zeit habe zum Aufnehmen. Aber die restlichen Folgen werden dann wahrscheinlich wieder am Stück aufgenommen. Das heißt, da werden dann einfach mal wieder zwischendrin nach 15 Minuten Cuts gemacht. Storage Room. Alter, es ist schlimm. Ich weiß halt nicht, ob hier irgendwo noch ein Vier rumläuft oder so. Ich war der Meinung, hinter der Tür gab es eins. Aber ich bin mir nicht sicher. Lots of others is junk. At best I could be the sand hiding spot. Nutzloses Zeug. Storage Room. Ich krabbel jetzt hier auch mal nichts an. Wie sonst immer. Mit meinen alten Grabscherhänden. Ich will ja hier so wenig Aufmerksamkeit wie möglich erregen. Ja. Storage Room. Und ein formidabler Loa-Ding-Bildschirm. Also irgendwie in allen Games. Und ich bin sehr gespannt. Alter. Okay. So, da leuchtet mir was ins Auge. Ja, was? Hört ihr das? Ein Hund. Scheiße. It's a cute representation of a storage writhing spider. Okay, ein Feuerzeug. If the slider wasn't empty, it'd be a handy thing to have. Okay, das Feuerzeug ist leider leer. Ja, ja, ich habe mir das hier schon angeguckt. Ah, hier. The work of either a child or a deranged mind. Vier Spinnen, gleich unglückliches Gesicht, was? Alter, ich hab Angst. Das Vieh kann uns hier aber nicht erreichen, oder? Schuhe. Oh. Können wir dir vielleicht ein paar Schuhe vorwerfen? So einen lieben Hundi. Dreams of Wiring. Okay. Lots of paper boxes with rusty nails. Da kommen wir wieder raus. It's locked. Oh, Gott sei Dank. In Power Games will ich eigentlich nicht wirklich Türen haben, die offen sind. Locked from the other side. That doesn't mean there's something still inside. I can hear chattering. Thanks God. Da habe ich doch irgendwas gehört, Alter. Das kannst du mir doch nicht erzählen. This shows some kind of trapdoor, but I can't see where it would be. Warte. Ah, besser. Drei Kugeln. Aha. Okay, eine Box irgendwo runterwerfen. Und tot. Ja, das ist sehr verständlich. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wie schon gesagt, alles blind hier. Just old paint. Can't drive up long ago. Okay. Ist die offen? Ein Vieh irgendwo. Ja, da muss ich mich erstmal an der Stirn kratzen. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen leise kommentiere hier, aber es soll ja zur Horroratmosphäre passen. Alter. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie man hier speichert. Das wäre jetzt ein bisschen uncool, wenn ich sterbe und dann irgendwo am Arsch rauskomme. Storage of crate for transporting or I suppose their draft coming from the base. Huch. Ah, okay. Ah. Hier. Moment, ich passe nochmal den Glowstick aus. What the hell? Bin ich bekloppt? Hier. Das ist doch die Box mit diesen drei Steinen. Das heißt, Box, drei Steine raus und dann die Box irgendwo runterwerfen. Und das ist irgendein Gas und ich habe keine Ahnung. Ich räume einfach mal die drei Steine hier schon mal raus. Man kann ja nie wissen, falls das Vieh auf einmal auftaucht oder so, da habe ich ja nicht mehr wirklich Zeit. Na. Ups. Okay. Und den Stein auch noch. So. Den Glowstick ausmachen.
Fuck, Alter. Okay, hier ist nichts. Puh. So, Tür zumachen. Okay. Was haben wir denn hier? Na, jetzt. Alter, nimm das. Painkillers. Ja, Batterien. Eigentlich. So. Ah, okay, die Batterien hat er schon eingefüllt. Naja, 10% sind jetzt nicht gerade sehr viel. So, hab gerade auf die Zeit geguckt. Hä? Alter. What the hell? Was hier passiert? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ja, ich glaube auch nicht. So, hier ein bisschen Alk. Ist langsam ein bisschen fragwürdig, wo wir sind. Tool 3, 4, 6, 7, 8, 8. Ich bin nur froh, dass dieses Vieh hier nicht ist. Klingt wie ein Hund und es ist bestimmt irgendein... Ich will es gar nicht wissen, was das für ein Vieh ist hinter der einen Tür. Kann man das nochmal angucken? Ein altes Artefakt haben wir schon angefasst. Hier gehen auf jeden Fall seltsame Dinge vor sich. Das kann ich euch schon mal sagen, Leute. Hä? Oh. Ach ja, der geht ja nicht auf, ne? Die ist locked. Ich höre seltsames Geflüster. Oh, der geht auch nicht auf. Okay. Gehen die nicht auf? Nö, anscheinend nicht. Okay, dann hätten wir das wohl hier auch erledigt. So, wir gehen hier nochmal raus. Die Türen scheinen nämlich zu verschlossen zu sein. Hier gibt es ja noch einiges zu erkunden. Boah, also langsam, ey, dieses komische Vieh macht mich jetzt schon... Alter. Ach, kann der mal die Tür nicht so laut schließen? Können wir die anmachen? Na. Ja, jetzt. This place must be old if they were still using puffering lamps. Looks like there's still some juice left. Oh, Saft gibt's da drin. Kann ich die irgendwie anmachen? Anscheinend nicht. So, wir gehen weiter voran. Oh Gott, there's something else. I can't just wait here for whatever rounds the corner. I need to help. Alter. Fuck this. Jesus, I've never been this scared in my life. Ja, ich auch nicht. I can feel my heart racing. If anything gets within more than a few fields of my hiding spot, I'd be better not stare it out. Anything would hit my field. Ich glaube, das Vieh ist da weiter hinten. Alter, und was jetzt? Ich kann hier so um die Seite gucken. Da sehe ich auf jeden Fall schon mal nichts. Da hinten scheint auch nichts zu sein. Scheiße, wo ist dieses Vieh? Alter, Leute, ich will da nicht hin. Scheiß die Wand an. Wow, Alter. Okay, ruhig bleiben. Nur nicht in Panik. Da ist das Vieh. Oh Gott, nein. Lieber Hund. Fuck. Alter. Der Hund ist ja doch bestimmt schon seit 50 Jahren. Guckt ihn euch doch mal an. Braves Hundi. Ich vielleicht echt die Schuhe mitnehmen sollen, damit er da drauf beißt? Ich weiß gar nicht. Wäre vielleicht eine Idee. Okay, der läuft hier anscheinend seine Runden. Und wir müssen irgendwie an dem besten Falle vorbei. Oh, Alter. Ist so viel für mich. Ich bin doch schon fast 80, ey. Da komme ich echt nicht mit klar. So, Hauptsache die Aufnahme läuft.
Wah, wah, wah. Lauf, lauf, lauf. Das mit den Schuhen fände ich jetzt keine schlechte Idee. Ist wahrscheinlich total falsch, aber... Weißt du was? So, jetzt nochmal die Tür bitte voll laut schließen. Danke. Fühle ich mich echt sicher. Alter, wo ist dieses Vieh überall? Oh, kann ich den überhaupt durch die Tür mitnehmen? Ich glaube nicht. Ja, dann müssen wir wohl an dem Vieh vorbei. Und das machen wir dann wohl oder übel in der nächsten Folge von Let's Play Penumbra, Overture oder im Halbschatten oder was auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi. Wow.